Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder eine Zuschauerfrage. Es geht mal wieder um Filterbürsten und das Thema Filterbürsten wird wieder richtig aktuell an den Teichen. Und ich glaube auch Olli Rogge wird da seinen Teil dazu beigetragen haben, weil er auch begeistert ist und nach wie vor mega begeistert ist. Er hat gesagt, ich war 4 Wochen in Rio bei den Olympischen Spielen und ich hatte keinen Ärger mit meiner Filteranlage zu Hause. Es war kein Grund für irgendjemanden danach zu schauen. Und die Anlage ist einfach durchgelaufen. Perfekt. So, aber nun die Frage zu den Filterbürsten. Also Thema, wie dicht sollen Bürsten gepackt werden? Hallo Martin und Melanie. Ich habe einen Filter mit Center Vortex im Betrieb und in der Kammer nach dem Vortex Filterbürsten im Einsatz. Warum die sagst du einmal Vortex und einmal Vortex? Ich weiß nicht, das ist einfach so gekommen. Diese Kammer ist mit Bürsten vollgestopft. Mit den Bürsten, welche mit dem Filter damals geliefert wurden. Nach dem Motto, viel hilft viel. Welches in dem Fall nicht so richtig funktioniert, Smiley. Meine Frage wäre, wie sollten die Bürsten in einer solchen Schmutzkammer gesteckt werden? Eher locker oder fest? Danke für die vielen Blogs. Ich habe schon viel dadurch gelernt und bin zu einem Wasserwechsler geworden, Smiley. Viele Grüße, Wolfgang. Also, Wolfgang, da ist jetzt natürlich als erstes mal die Gretchenfrage, wie werden die Bürsten durchströmt? Leider wurde die Bürste, als sie in die europäische Koi-Welt eingeführt wurde, Koi-Filterwelt eingeführt wurde, völlig falsch eingeführt, denn wenn das hier jetzt die Bürste ist, dann wurde sie so eingesetzt, dass das Wasser von unten nach oben durch die Bürste. Meistens wurden da irgendwelche runden Behältnisse genommen, die wurden dann vollgestopft und dann wurde unten das Wasser eingeleitet und musste da durch. Sprich, wir hatten nachher bei 50, 60 Bürsten, die da drin sind, hatten wir unten eine effektive Anströmfläche von, keine Ahnung, 1/4 Quadratmeter. Und der war in der Regel nach 3 Tagen zu. Wenn man Algen im Teich gehabt hat, waren die auch schon wesentlich schneller mal verstopft. Und dann mussten die immer alle rausgenommen werden, dass man da unten an den Dreck rankommt. Viel besser ist es, wenn man die Bürste so einsetzt, dass das Wasser so hindurchfließt. Ja? Und dann macht man sich quasi einen großen Vorhang aus genau einer Bürstenreihe. Und bei mir ist es ungefähr 0,8 Quadratmeter und diese 0,8 Quadratmeter, also ist 1 Meter breit, 80 cm hoch, das sind dann 10 Bürsten nebeneinander. Da ist es bei mir genau so, also ich habe 10 Bürsten, die sind 10 cm im Durchmesser, dann habe ich also genau die Bürsten Stumpf an Stumpf. Ich habe die also jetzt nicht verzahnt ineinander, sondern quasi vielleicht 1 Zentimeter, dass die verzahnen, aber das ist dann wirklich schon alles und durch diese 0,8 Quadratmeter lasse ich bis zu 50.000 Liter in der Stunde hindurchfließen. Jetzt ist aber natürlich noch die Frage, was hat man für Bürsten? Ich habe eine japanische Filterbürste, das ist aber die gleiche wie Genesis hat, weil Genesis hat die japanische für so gut erachtet, dass sie dann genau diese Bürste haben nachbauen lassen. Die hat auch so ein gezacktes Haar, ist insgesamt etwas dichter als diese Bürsten, die man in Europa bekommt. So, also auch das ist ein Faktor, der bestimmt ist, wie viel Wasser kann ich da durchbekommen. Aber wenn Sie jetzt die Filterbürste von Genesis nehmen, da einen Vorhang machen von 0,8 Quadratmeter, dann kriegt man da locker leicht, ohne dass man die großartig verzahnt, sondern dass man die mehr oder weniger stumpf aneinander setzt, kriegt man über diesen Vorhang locker 50.000 Liter in der Stunde drüber. Je weniger man macht, desto feiner ist natürlich die Filtration, desto langsamer fließt das Wasser dadurch, desto höher sind auch die Absetzvorgänge zwischen den einzelnen Vorhängen. Also wenn man, ich habe das ja schon öfters gezeigt, wie das aussieht, wenn man also zwischen den Vorhängen 20 cm Platz hat, kann da der Schmutz auch immer wieder absinken. Auch das ist ein Effekt. Wenn man jetzt eine Bürste nimmt, die leichter ist, also die nicht ganz so dicht gepackt ist, dann kann man sicherlich dort auch 100.000 Liter durchfließen lassen, ohne dass es jetzt großartige Niveausprünge gibt. Denn das ist natürlich immer das Problem, wenn ich mir das Wasserniveau vor und nach einer Bürste vorstelle, wenn das Wasser jetzt in die Richtung fließt und die Bürsten sind sehr eng gepackt und die Bürste an sich ist eine sehr dichte Bürste, dann würde das zwischen jeder Bürste oder vor und nach jeder Bürste zu einem großen Niveausprung führen. Und das wäre dann natürlich, wenn man mal 10 zu Vorhänge, wie bei mir im Filter, habe ich 10 zu Vorhänge hintereinander, immer mit 20 cm Abstand. Dann kann das natürlich dazu führen, dass zwischen Filtereingang das Wasser bis hinten Filterausgang, dass da dann irgendwann mal 40 cm Niveaudifferenz ist. Das sollte es natürlich nicht sein und das ist so ein Indikator. Ich sage mal, ganz ohne Niveauverlust geht es in der Regel nicht, aber wenn man da jetzt 1-2 cm hat, dann ist das völlig okay. So, hast du das verstanden? Du bist immer mein Crash-Test-Dummy. Du hast von der Technik nicht viel Ahnung und wenn du es verstanden hast, hat es jeder verstanden. Ich habe es verstanden. Jetzt kriege ich wieder Rüffel. Jetzt haben wir gerade wieder die Hälfte unserer Zuschauer verloren. Nein, ich habe es verstanden. So rum anordnen. Interessierst du dich eigentlich für Teichtechnik?
Ja, ich bin halt eine Frau und natürlich interessiere ich mich dafür. Gut, dass du es gesagt hast. Es gehört zum System dazu. Wenn ich das verstehen will, muss ich mich dafür interessieren. Und natürlich tue ich mich auch aus freien Stücken dafür interessieren. Wenn es dann zu sehr ins Detail geht, aber ich glaube, wer die Gesundheit, die Schönheit, das Wachstum von Coin verstanden haben will oder es beherrschen möchte, der muss alles verstehen. Ja, alles. Da gehört die Hydraulik dazu, die Filtertechnik gehört dazu, das Wasser, die Wasserchemie, aber auch natürlich. Die Medizin, wie der Fisch tickt, also die Physiologie des Fisches. Ja. Ich muss jetzt da kein Maschinenbauer werden oder ein Filterbauer, aber ich gebe mir Mühe, dass ich es verstehe. Und an deiner Hand, an deiner Seite. Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Ja. So. Ich hoffe, das, was jetzt gerade mein Freund und Kumpel Friedrich da hinten von sich gegeben hat, das haben sie nicht verstanden. Das spreche ich gleich nochmal aus, dann lande ich da im Wasser. Das war der geilste Spruch ever. Aber wenn du es wiederholst, dann machst du heute noch den Abgang. Wohin? Ins Wasser? Oder habe ich da einen Urlaub? Dann machst du den Film. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog. Ciao. Tschüss.